Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum aktuellsten CSGO Skin Giveaway. Dieses Mal geht es um die M4-1S Dezimator. Im Hintergrund seht ihr ein Gameplay in Arms Race, er spielt auf Lake. Die Sache ist natürlich wieder sponsert bei... Unser Partner, wenn wir Skins verkaufen oder kaufen wollen für echt Geld, ihr wisst Bescheid. Link ist in der Beschreibung und auch im angepinnten Kommentar. In dem Gameplay sind übrigens zwei Hänger ein und werde ich rausschneiden, weil der ewig gedauert hat. Also ich saß da und dachte, hä, ist es jetzt abgestürzt oder was? Also ich habe nur noch den Hintergrundton von der Map gehört und sonst ist nichts passiert. Ich habe gerade jemanden angeschossen mit der Pump und dann stehe ich da und denke, also nicht wundern, wenn da halt Schnippeleien drin sind. Höchstwahrscheinlich sind da generell Schnipsel drin, weil die Aufnahme, die ich jetzt hier mache, nie im Leben 7 Minuten noch was wird, weil so lange ist die Quellaufnahme von dem Arms Race. Wie ihr mitmachen könnt, ist ganz einfach und funktioniert so, wie es immer funktioniert. Das heißt, wer aktiv hier auf diesem YouTube-Kanal ist, der kann gewinnen. Wer das nicht ist, kann nicht gewinnen. Man kann sich dicke, fette Bonuspunkte sammeln, wenn man in die Streams kommt. Die Streams sind jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr auf Twitch. Der Link steht auch in der Videobeschreibung. Ihr müsst dafür aber die Beschreibung öffnen, also auf mehr Anzeigen klicken. Und dann steht ziemlich weit oben aber schon Twitch und auch nochmal mit den Zeiten, falls ihr sie jetzt nicht im Kopf halten konntet. Da tätowiert ihr euch am besten direkt auf die Rückhand oder Vorderhand, wie auch immer. Da wisst ihr Bescheid. Ja, also da kann man natürlich riesige Punkte sammeln. Aber ich erwähne jetzt hier auch nochmal, man sollte dann schon irgendwie ähnlich heißen wie auf YouTube, weil sonst fällt es mir schwer, die Verbindung zu ziehen, ja, von jemandem, der hier auf YouTube Hans heißt und dort Esmeralda oder so. Guckt, dass ihr ungefähr ähnlich heißt. Oder mir halt hier auf YouTube bzw. Twitch schreibt, wer ihr seid. Ja, ihr sammelt also einfach Aktivitätspunkte. Auf YouTube heißt das halt, man ist da, guckt die Videos, kommentiert irgendwas, was einem halt so durch den Kopf geht. Ich stelle eigentlich immer irgendeine Frage oder mehrere Fragen und dann hat man immer irgendwas, worauf man antworten kann, also was man kommentieren kann. Das war es eigentlich schon auf YouTube. Ne? Mehr gibt es da nicht. Ihr müsst doch nicht abonnieren, wenn ihr nicht wollt. Wenn ihr jetzt nur für dieses Giveaway hier am Start sein wollt, dann könnt ihr gerne schön reinballern. Also ihr pusht damit ja auch den YouTube-Kanal, wenn ihr halt die Videos schaut und in den Streams seid und sowas. Das pusht unsere Zahlen, weil mich auch einige schon gefragt haben, warum willst du eigentlich nicht, dass Leute dich abonnieren müssen. Also wenn ich bei jedem meiner Giveaways gesagt hätte, man muss mich abonnieren, hätten wir wahrscheinlich 30.000 bis 50.000 Subs, aber immer noch die gleiche Anzahl an Aufrufen. Weil Abonnenten ist nicht gleich Aufrufe, sondern halt nur aktive Zuschauer sind gleich Aufrufe. Ob man jetzt abonniert ist oder nicht, ist ja irrelevant dabei. Also wir könnten in der Theorie auch 0 Abonnenten haben und trotzdem die Aufrufe, ne? Also ich denke, ihr versteht, dass Abonnenten und Aufrufe nicht zwingend zusammenhängen. Ja. Aber wenn euch der Kram gefällt, den ich hier mache, dann könnt ihr natürlich, wenn ihr wollt, abonnieren und dann kriegt ihr halt auch immer diese Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video gebracht habe. Das Giveaway läuft wieder 10 Tage und nach diesen 10 Tagen wird dann der Gewinner in einem Video genannt. Also das heißt, man sollte nach diesen 10 Tagen schon noch 1, 2, 3 Tage da sein, bis man halt das Video gesehen hat, in dem der Gewinner genannt wird. Das ist aber dann kein Video, das den Titel Giveaway-Gewinner trägt, sondern halt einfach irgendein Video, das ich an dem Tag mache. Zum Beispiel Overwatch oder Matchmaking oder ich laufe durchs Haus und erzähle euch irgendwas. Und da wird dann der Gewinner halt genannt. Das sind unsere Skin-Geier-Schutzmaßnahmen, die wir vor Jahren so peu à peu getroffen haben und dann eben immer weiter ausgebaut haben. Und so kommt halt eigentlich kein Skin-Geier oder kein typischer Skin-Geier an die Sachen dran. Ja? Also ihr werdet hier, wenn ihr mal genau in die Kommentare guckt, so viele Leute sehen, die kommentieren und sagen, oh, ich mach mit, cool. Und dann schaut euch mal die nächsten 2, 3 Videos an und guckt mal, wer da noch alles da ist überhaupt von denen. Ne? Und schon sieht man, wer halt am Geiern ist, wer auch gar nicht geschaut hat, das Video. Ich habe in den Giveaways auch schon Codewörter verwendet, dass man irgendwas Spezielles schreiben muss, also irgendein spezielles Wort oder dass man im Kommentar über etwas Spezielles schreiben soll oder irgendwas. Irgendwas halt, dass ich erkenne, dass die Leute auch das Video schauen und nicht nur sehen, oh Giveaway, da schreibe ich drunter, dass ich dabei bin. Und da ist mir für heute auch wieder eine Frage eingefallen und zwar, spielt ihr überhaupt noch aktiv Counter-Strike? Also wie aktiv spielt der Counter-Strike, wenn ihr es spielt? Und wenn ihr es nicht mehr spielt, warum habt ihr dann damit aufgehört? Das wäre so meine Frage jetzt einfach mal an alle, die soweit geschaut haben und würdig sind, überhaupt irgendwas zu gewinnen. Achso, und noch zur Upload-Schedule, damit ihr wisst, wann überhaupt die Videos kommen. Also ich lade in der Regel jeden Tag ein Video hoch und ich gucke immer, dass es um 17.45 Uhr online geht. Weil ich ja dienstags und donnerstags um 18 Uhr streame und da ist es nicht schlecht, wenn um Viertel vor des Streams das Video kommt, in dem ich dann auch mal kurz an den Stream erinnere und sowas. Da ist es eine gute Upload-Zeit. Und ja. Da kann man mit den Videos rechnen oder halt danach, aber davor eigentlich fast nie, außer es gibt irgendwie ein ganz wichtiges Update, das ich dann halt direkt bringen möchte, aber ja, meistens 17.45 oder später. Soweit, so gut. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr da seid. Wir sehen uns dann, ja, wie gesagt, bei den nächsten paar Videos. Bis morgen, mehr oder weniger. Haut da rein. Ciao, ciao.